Eröffnungsgala im Maizal Einkaufszentrum in Frankfurt. Wie soll auf dieser Baustelle in wenigen Stunden eine exklusive Party gefeiert werden? Catering-Chef Gregor Meyer hat alle Hände voll zu tun. Nee, gefegt werden geht da gar nicht. Das sieht ja aus, als hätten wir hier schon eine Party gefeiert. Die fängt aber erst an. Welche Anspannung herrscht kurz vor dem Event? Hier findet eine Serviceeinteilung und ein Briefing statt. Also dementsprechend bitte Ruhe. Werden Gregor Meyer und sein Kochteam rechtzeitig fertig? Die Edel-Caterer. Feinkost im Akkord. Das Maizeil in Frankfurt. Hier ist eines der größten Einkaufszentren Europas entstanden. Es ist 10 Uhr morgens, der Tag der Eröffnungsgala. Zuständig fürs Catering Gregor Meyer. Die Verantwortung ist riesengroß, das Programm äußerst straff. Entsprechend nervös ist der Juniorchef. Ja, wir haben ein relativ enges Zeitfenster. Die Gäste werden um 19 Uhr erwartet und eingeladen. Zwischen 19 und 20 Uhr reichen wir kleine Fingerfood. Das ist das erste Mal, dass das Essen geben wird heute Abend. Zwischen 20 und Viertel nach 8 Uhr wird es die Reden geben. Gleichzeitig auch die Buffets eröffnet. Wir kochen live an den Buffets. Müssen uns richtig spurten, weil wir zwischen Viertel nach 8 und Viertel vor 11 fast 1000 Essen anrichten. Viel Arbeit, wenig Zeit und schon gleich das erste große Problem. Meyer schwant Böses. Was gibt's für Probleme? Klären Sie mich auf. Der Boden ist nicht wie versprochen zeitnah poliert worden. Okay, wie stehen wir denn da? Wir sind jetzt wie viele Stunden hinterher? 5, 6? 12 bis 14. Naja, nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Solange der Boden noch poliert wird, können die Aufbauarbeiten der Caterer nicht beginnen. Fakt aber ist, nur 7 Stunden vor der Eröffnungsgala sieht das neue Shoppingparadies alles andere als präsentabel aus. Ist das Catering unter diesen Bedingungen überhaupt zu schaffen? 10 Kilometer entfernt zur gleichen Zeit. In der Großküche des Caterers laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, sodass im Einkaufszentrum nur noch die letzten Handgriffe gemacht werden müssen. Küchenchef Harald Gärtner pflegt einen individuellen Stil. Mit der Fingerfood haben wir heute Abend Schweinefilet, da haben wir 45 Kilo gebraucht. Die haben wir dann pariert, zugeschnitten. Es gibt dann hier die fertigen Spieße mit der gebackenen Aubergine. Des Weiteren gibt es noch so kleine Plinis mit Lachs-Tatar. Da wurde jede Menge Frischlachs gebraucht und Tatee-Spieße, jede Menge Hühnchen ungefähr. Und immer um diesem Dreh so 30, 40 Kilo von jedem einzelnen Rohware. Gregor Meyer ist mittlerweile zurück von der Baustelle und checkt bei seinem Küchenchef nun den Stand der Dinge. Fingerfood ist auch in den letzten Zügen, also wir sind pünktlich mit Abfahrt. Habt ihr schon das Fingerfood verpackt oder kann ich nochmal draufschauen? Können wir mal draufschauen, wir haben schon die Probe. Es ist 12:30, noch 6,5 Stunden Zeit bis zur Gala. Passt dann jetzt alles in den Augen des Chefs? Das ist quasi oben drauf und dann kommt noch die Rolle davor. Okay. Herr Rio! Nichts darf mehr schiefgehen, zumal die Zustände im neuen Einkaufszentrum eine besondere Herausforderung darstellen. Das können wir so nicht fahren. Baustelle, immer noch Rollwagen, Folie drumherum. Gut, mach ich gleich. Also Baustelle in Anführungsstrichen, weil immer noch viel Staub da ist. Das heißt, nehmt euch einen Rolli, packt das oben, macht eine Folie drumherum. Also das staubt mir zu viel und dann fällt es runter vielleicht, das geht nicht. Ein Problem gelöst, aber das nächste wartet schon. Es sind viel zu wenige Desserts zubereitet worden. Noch ein paar mehr von dem Dessert, los jetzt, komm. Halbe Stunde müssen wir fertig sein. Ja? Wir müssen fliegende Handy jetzt haben. Wer kann helfen? Herr Los, kann jemand mithelfen, Dessert noch absetzen? Große Hektik, die Zeit rennt. Der Auftraggeber hat spontan 150 Desserts mehr geordert. 13 Uhr, nur noch knapp 30 Minuten bis zur Abfahrt zum Einkaufszentrum. Jetzt greift sogar Küchenchef Harald Gärtner höchstpersönlich zum Messer. Das gehört nun mal nicht zu meinen Aufgaben, nein, aber es kam noch kurzfristig was rein für die Künstler. Die wollen noch eine Schinkenplatte und eine Käseplatte haben. Da muss die ganz schnell weg und da muss ich halt auch mal eingreifen, was ich normalerweise nicht so mache. Um 2 Uhr ist ein Aufzug für die Caterer reserviert. Nur dann kann das Essen in die 4. Etage geliefert werden. Der Chef wird nervös. Rio, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, muss wir vom Hof sein. Alles sonst kommen wir ein bisschen in die Enge. Das Essen ist frisch, das darf auch nicht irgendwo stehen bleiben. Es ist viel zu warm im Maizeil. Wir haben zwar Isoliercontainer dabei, aber wir gehen davon aus, dass wir ungefähr eine Stunde brauchen von hier, bis wir ganz oben sind mit der ganzen Ware. Wenn das aus dem Rahmen fällt und wir die Zeit verlieren, dann haben wir ein großes Problem. Das Problem, die frische Ware muss schnell ins Einkaufszentrum und wieder gekühlt werden. Sonst wird sie schlecht. Vor Ort gibt es die nächste Horrornachricht. Der reservierte Aufzug kann nicht benutzt werden. Im Einkaufszentrum wird noch geputzt. Der Caterer muss sich was einfallen lassen. So ist das, wenn man sich auf was verlässt und dann komplett neue Angaben bekommt.
Jetzt heißt es schnell improvisieren und das bei den extremen Hygienebedingungen. Herr Klüsche, wir nehmen erst die geschlossenen Wagen. Alle Wagen, die man gut fahren kann, die komplett hermetisch dicht sind. Und die anderen Sachen müssen wir nochmal richtig tapen, weil das war nicht abgesprochen, dass wir die Baustelle fahren. Die Catering-Wagen müssen kurzerhand durch die sandige Baustelle geschoben werden. Und der viele Staub ist nicht das einzige Problem. Keiner der Container darf bei dem heiklen Transport umfallen, sonst war die ganze Arbeit umsonst. Deshalb gilt allergrößte Vorsicht. 4,5 Stunden vor der Gala. Die entscheidende Frage ist, wie weit sind die anderen Mitarbeiter mit den Aufbauarbeiten gekommen? Achtung, frisches Essen kommt! Und wie liegen die Caterer in der Zeit? Wir sind oben, sind heil. Halbe Stunde zu spät. Wir müssen Gas geben. Es ist inzwischen 3 Uhr und vor dem Event hat sich einiges getan. Die Kochstationen stehen schon und Gregor Meyer wirkt gleich deutlich entspannter. Ja, als ich gegangen bin, waren die Blumen noch nicht drauf und die Tische nicht ausbrechen. Sieht ganz gut aus. Ja. Ist ein bisschen schmutzig, aber das in 4 Stunden kriegen wir das hin. Im Keller des Einkaufszentrums wird inzwischen das Personal für heute Abend zurechtgemacht. Hi. Sind wir im Zeitplan? Wir sind im Zeitplan. Wie lange braucht ihr noch zum Schminken? Vollgas läuft das. Ja, Vollgas? Vollgas. Bei Meyer kommt alles aus einer Hand. Dazu gehört auch das Servicepersonal. 33 Hostessen und 40 Bedienungen müssen heute Abend für eine perfekte Gala sorgen. So, jetzt aber Konzentration. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr findet eine Serviceeinteilung und ein Briefing statt. Also dementsprechend bitte Ruhe, zuhören, zusammenbleiben. Dankeschön. Na also, geht doch. Das Personal wird in 8-köpfige Teams eingeteilt. Und gleich wird es ganz, ganz wichtig. Kann mich jeder hören? Aber natürlich, das Briefing ist schließlich Chefsache. Ihr seid heute bei uns im Team, um die freundlichsten, die hilfsbereitesten, die hübschesten, die schnellsten Gastgeber zu sein, bis alle Gäste das Haus verlassen haben. 18 Uhr, in einer Stunde geht's los. Zwar ist alles aufgebaut, aber nicht jede Ecke des Einkaufstempels versprüht feierliche Partyatmosphäre. Das sieht hier aus wie Hulle. Gucken Sie sich doch bitte mal an, ganz im hinteren Eck. Und es ist auch, der Boden ist noch total schmutzig. Ja? Also das geht so gar nicht, das kann man nicht lassen. Der Boden soll gefegt werden von unserer Stationskellnerin und von den Kabeln. Guck ich mal, dass wir sie weggeräumt kriegen. Nee, gefegt werden geht da gar nicht. Das sieht ja aus, als hätten wir hier schon eine Party gefeiert. Die fängt aber erst an. 19 Uhr, der große Moment ist gekommen. Werden die Gäste ihr Essen pünktlich auf den Tellern haben? Über 30 Gänge werden an den deutschen, asiatischen und italienischen Stationen live gekocht. Trotz Dauerstress behält Chefkoch Harald Gärtner den Überblick und lässt keine Schlampereien durchgehen. Herr Ilka, haben Sie das abgesetzt hier? Nein. Sehen Sie den Unterschied zwischen hier und da? Das ist gerade und das ist schief. Ja, also bitte, sofort neu, ja? Ordnung muss schließlich sein. Es ist inzwischen 21 Uhr. Harald Gärtner und seine Kochmannschaft liefern Feinkost im Akkord und machen über 1000 geladene Gäste glücklich. Wirklich ausgezeichnet, hervorragende Küche. Wie Sie hören, ich komme aus Österreich, aus Tirol. Kann nur empfehlen, Frankfurt, wunderbar. Ich bin zwar überrascht, dass es vegetarisch ist, nicht so mein Ding, aber es schmeckt sehr gut. Leicht, gut gewürzt, ja, sehr, sehr mediterran, lecker. Um 22 Uhr dann die große Erleichterung bei den Edel-Caterern. Wir hätten zum einen nicht gedacht, dass wir so erfolgreich und so schnell und so gut das alles umsetzen können nach den letzten Stunden und Nächten. Und wir haben noch viel vor uns. Also jetzt feiern und Champagner aufmachen geht noch nicht. Die Gäste werden um 23 Uhr gehen und wir müssen mit allem, das sind 7 LKWs, bis 3 Uhr nachts raus sein. Der normale Wahnsinn für Gregor Meyer und seine Mannschaft. Für die Caterer geht es jetzt ohne Verschnaufpause weiter. In 2 Stunden kommen die Putzkolonnen. Denn schon ab 6 Uhr morgens öffnen fast 100 schicke neue Läden ihre Pforten für die Besucher der Maizeil.